Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Ich möchte euch heute mal erklären, wie man in Google AdSense AdSense-Anzeigen erstellen kann. Dazu habe ich mir mein AdSense-Konto schon mal aufgerufen und hier oben auf den Reiter meine Anzeigen geklickt. Da erscheint nun eine Übersicht aller Anzeigen, die ich bisher erstellt habe. Ich klicke jetzt auf neuen Anzeigenblock, weil ich möchte gerne einen neuen haben. So, als erstes vergibt man dem Kind einen Namen. Nennen wir es jetzt mal Test und wählt anschließend die Größe aus. Die Anzeigengröße gibt es in verschiedenen, ja, verschiedene Optionen gibt es. Empfohlen sind große Anzeigen, weil große Anzeigen eher wahrgenommen werden. Deswegen erstelle ich jetzt mal ein großes Quadrat bzw. ein großes Rechteck mit der Größe 336 mal 280 Pixeln. In meinem Blog laufen Textanzeigen sehr gut, besser noch als die Bildanzeigen, deswegen wähle ich auch nur Textanzeigen. So, bei Erstanzeigen kann man Platzhalter auswählen, entweder weitere Anzeigen von einer anderen URL anzeigen, Fläche mit einer Farbe füllen oder halt einen Platzhalter. Ich nehme grundsätzlich immer den Platzhalter. Das hat eigentlich auch nur die Bewandtnis, wenn Google eine neue Anzeige erstellt, dauert es in etwa 10 Minuten, bis die aktiv ist. Da ich aber grundsätzlich immer noch ein bisschen warte, bis ich die eingebaut habe, sind die meistens schon aktiv. Im nächsten Teil wählt man sich einen Channel aus. Ich nehme Blogverdiener, wie immer, füge den da hinzu mit einem Klick auf das Hinzufügen und habe dann einen benutzerdefinierten Channel hinzugefügt. Normalerweise kann man jetzt noch hingehen und sich für, wenn man nur eine Seite besitzt, für jeden Platz, den man hat, kann man eigene anlegen. Ich kann das mal ganz kurz in meinem Blog demonstrieren. Wenn man jetzt die Ereignisse aus einzelnen Channels, aus einzelnen Anzeigen tracken will, dann geht man zum Beispiel hin, vergibt für diese Anzeige hier einen eigenen Channel, für diese Anzeige einen eigenen und eventuell für diese hier auch noch. Man kann anhand der Channels dann nachverfolgen, wie viele Klicks eine Anzeige erhalten hat und die dann eventuell aussortieren oder besser positionieren. So, im nächsten Schritt geht es um das Design der Anzeige. Hier kann man die Google-Standardeinstellungen wählen. Man sieht das hier in der Vorschau sehr schön. Oder man wählt Grau oder man wählt Schwarz kontrastreich. Jedes Mal ändert sich die Anzeige und man kann das so einstellen, wie man das gerne haben möchte. Ich habe hier noch eine Oertling Test oder eine Heilpraktiker. Je nachdem, wie das Design der Seite aussieht und wie man das Layout der Anzeige gestalten möchte, kann man sich das frei auswählen. Man kann auch benutzerdefinierte Einstellungen anklicken, hier oben. Dann kann man alle Werte selber nochmal eingeben. Zum Beispiel die Rahmenfarbe. Wenn der Rahmen nicht weiß sein soll, sondern zum Beispiel rot, dann wählt man rot. Dann erscheint hier der rote Rahmen. Wenn der Titel zum Beispiel schwarz sein soll, dann wählt man schwarz. Wird hier oben der Titel schwarz. Den Hintergrund kann man auswählen, zum Beispiel grün, dann wird der grün. Ja, und die Textfarbe. Nehmen wir da mal blau, damit man auch gar nichts mehr lesen kann. Die URL, die kleine hier, die kann man ebenfalls nochmal ändern. Nehmen wir mal wieder rot. Dann kann man die Schriftart noch ändern. Da gibt es momentan drei. Das wäre einmal Arial, Verdana und Times. Nehmen wir mal Times. Und die Schriftgröße kann man wählen. Da gibt es die Standardeinstellungen, die AdSense Standard Schriftgröße, klein, mittel und groß. Wählt man groß, dann hat man halt große Schrift. Wählt man klein, sollte die Schrift normalerweise etwas kleiner werden. Sieht man auch. So, anschließend geht man auf Speichern und Code abrufen. Dann speichert AdSense die Anzeige und man kann diesen Code hier markieren und in den eigenen Blog einbauen. Anschließend schließt man das Fenster wieder, macht das AdSense-Konto zu und baut die Anzeige in den Blog ein oder halt in die Webseite, wo man es gerne hätte. Ja, das war es auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.